Moin Moin YouTube, ich bin's wieder, euer Zeus. Ich sage herzlich willkommen zu diesem Video und heute möchte ich euch zeigen, wo ihr am besten bauen könnt. Ich wurde das in den Kommentaren immer wieder gefragt, ob ich dann nicht mal ein Video machen könnte, wo ihr dann Stellen habt, an denen ihr im Bauen könnt, wo ihr ein bisschen ja, alleine seid, wo ein bisschen die Möglichkeit habt, euch im Kreativ zu entfalten, ohne dass ihr ständig gestört werdet. Und ich nenne euch jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Als erstes sind wir hier in meiner Hütte angekommen und ihr seht selber, sowas Weltbewegendes ist die Hütte jetzt gar nicht, weil einige es ja eben sehen wollten. Ich musste hier noch sehr viel machen und so weiter, aber ich habe mich hier schon klein und ein bisschen was eingerichtet. Und vielmehr geht es aber jetzt hier darum, wo habe ich denn jetzt gebaut? Und zwar habe ich den Spot genommen direkt am Teich. Ich habe einen guten Blick, Ausblick eben auf den Teich und das finde ich persönlich sehr gut. Das war mit der Grund, warum ich diesen Spot eben gewählt habe. Und hier habe ich auch Zugriff eben auf trockenes Gras. Das kann man dann hier ebenfalls sehr gut sehen. Und den Zugriff auf die Grasplanken, die direkt hinter der Absperrung sind. Ich könnte immer wieder runtergehen, um mir Wasser eben vom Teich zu holen. Das ist zwar Dreckwasser, ja, aber im Moment der Zeit, bis das Update erscheint, müsste ich mich damit erstmal helfen. Aber das klappt auch ganz gut. Und hinter der Absperrung, das ist jetzt nur eine Absperrung. Dementsprechend empfehle ich euch jetzt nicht, dahinter zu bauen. Aber ihr könnt dort hingehen, um euch Ressourcen zu holen. Denn ihr habt dort reichlich Gras. Und ihr seid an diesem Platz auch wirklich komplett ungestört. Das ist mit das Schöne an diesem Punkt. Ja, das ist der Punkt, wie ich hier hochgekommen bin. Das kann ich euch auch zeigen. Und zwar habe ich mir so ein Leitersystem gebaut, praktisch ein Treppensystem gebaut, um eben von unten hier hochzukommen. Und ihr müsst dieses Leitersystem nicht unbedingt bauen. Ihr habt auch eine andere Möglichkeit, um eben hier hochzukommen. Und die zeige ich euch natürlich jetzt. Ein Stück weiter von der Stelle entfernt, weiter zum Rasensprenger hin, weiter zum Haus hin, habt den Haufen von Steinen und dort könnt ihr euch dann auch hoch bewegen, ohne dass ihr bauen müsst. Dann seid ihr auch auf dieser Ebene und könnt von dort aus euch dann weitere Stellen aussuchen. Hier und da gibt es dann auch noch weitere Stellen, unter anderem könnt ihr euch dann eben noch eine Stelle aussuchen in der Nähe von der Bank, damit ihr eine Aussicht auf die Bank habt. Da könnt ihr ebenfalls dann eben, habt ihr die Ressourcen von Gras, ihr habt trockenes Gras beim Runtergehen. Man müsste hier und da dann halt nochmal bauen, damit man eben weiteren Zugriff halt hat. Aber ihr könnt auch an der Stelle mit den Steinen gehen, da habt ihr auch Zugriff auf Gras, habt ihr auch Zugriff auf Kleeblätter und so weiter. Also dementsprechend sind das eigentlich gute Spots auf dieser Ebene, um zu bauen. Ihr müsst bloß aufpassen, ab und zu läuft dort eine Wolfsspinne rum, aber die ist eigentlich nicht oft da. Das ist wirklich ab und zu und das dauert wirklich, bis die Wolfsspinne da ist. Also ich habe sie bis jetzt erst 2-3 Mal gehabt in den 51, 54 Tagen, die ich jetzt gespielt habe. Und also dementsprechend, so oft ist sie nicht da. Den nächsten Spot, den ich euch zeigen möchte, der bewegt sich ebenfalls auf dieser Ebene. Was heißt auf dieser Ebene? Ihr müsst ein Stückchen hochbauen und zwar von der Ebene noch eine Ebene nach oben auf die Steinmauer praktisch drauf. Und von dort aus könnt ihr euch dann immer weiter Richtung dem großen Baum bewegen. Und dort habt ihr dann eine richtig schöne Stelle. Ihr seht selber, diese Stelle sieht wirklich sehr gut aus. Sie hat eine extrem tolle Aussicht eben auf den Teich von dort aus. Ihr habt eine tolle Aussicht auf dem großen Baum. Das gefällt mir persönlich halt sehr, sehr, sehr gut. Und man könnte halt über die Holzplanken halt hochbauen, wenn man nicht von da hinten ganz hochbauen möchte. Ihr seht ja selber, die Holzplanken, die im Pier sind, wo die Spinnen sich unten bewegen. Dort könnte man dann eben hochbauen, hat dort unten halt genügend Ressourcen. Man hat da unten eben trockenes Gras, man hat da unten eben auch normales Gras für die Planken. Es ist Kleeblätter und so weiter. Es ist eigentlich alles ziemlich vorhanden, auch die Eichen am Baum. Das heißt, ressourcentechnisch ist man sehr gut bedient. Und wenn alles so bleibt und die Entwickler da nicht viel ändern, dann haben wir im Hintergrund einen richtig schönen Teich. Und der Teich, der ist richtig schön, denn wenn das Ganze so bleibt, stell euch mal vor, was dort noch alles passieren kann. Und ihr habt selber gesehen, auch der Teich im Vordergrund wird sich noch stark verändern. Das habe ich euch ja in einem Video gezeigt. Also, was heißt, wird, könnte sich sehr stark verändern, wenn die Entwickler das den jetzigen Stand beibehalten, den sie haben in ihrer Deathwelt haben. Und an den Blumen haben wir dann die Bienen und so weiter. Wir haben halt alle Insekten und
und so weiter, alles, was wir so an Ressourcen benötigen, ziemlich zentral. Man muss bloß halt eben weiter nach oben bauen. Das ist erstmal der schwierige Punkt, das Gebäude nach oben, aber ich finde, es ist eigentlich machbar und für einen guten Spot kann man dort ruhig ein bisschen Zeit investieren, um eben hochzubauen, und dann hat man am Ende natürlich eine coole Base, die oben in der Luft ist, aber immer noch irgendwo drauf, und das Ganze sieht dann richtig cool aus und man ist vor Tieren geschützt und hat etwas, was man sich im aufbauen kann. Ich habe euch ja in anderen Videos auch schon mal gezeigt, den Spot halt am Teich auf dem großen Stein, in einem anderen Video. Ich guck mal, ob ich das noch habe, dann blende ich das hier jetzt im kurz ein. Da könnte man natürlich dann auch bauen, ist auch mit ein guter Spot auf jeden Fall. Aber das muss dann jeder eben für sich selbst entscheiden, wie er denn am besten meint. Das sind so meine ersten Spots. Es kommen noch weitere Spots, die ich euch zeigen möchte, noch weitere Dinge, die ich euch zeigen möchte im Spiel. Ihr habt mir da hier und da ein paar Ideen gegeben. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich das ein oder andere davon noch umsetze. In diesem Sinne sage ich natürlich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin das Video euch angeschaut habt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Würde mich unheimlich freuen. Und in diesem Sinne sage ich natürlich, macht's gut, macht's besser, haut rein, euer Zeus.